Hallihallöchen und Hallo, herzlich Hallöchen. Willkommen zu Spyro, A Hero's Tale. Wir haben wieder den guten Fall. Claudelius Maximus den Dritten dabei. So Das bin das ich. gerade war. Also Hallo. Bin ich eigentlich Ja, schön, jetzt dass gerade ich... vom Teleporter weggegangen, nicht irgendwie blöd. So, jetzt schön, dass ich da sein darf. Was hast du gemacht? Wieso sind wir hier? Du hast gesagt, du warst backtracken. Ja, ich habe hier einen Lichtedelstein, meine ich, geholt. Ein Lichtedelstein? Den ich vorher noch nicht holen konnte. Weil wir dafür den Wandsprung brauchten. So. Ich habe, glaube ich, schlechte Erinnerung daran, wie das jetzt weitergeht im Game. Das heißt, es ist jetzt relativ nicht blind für mich. Was hast du letztes Mal schon gemacht? Hast du Rot schon besiegt? Ich meinte, hast du schon den dritten Boss besiegt? Ja, ich habe das letztes Mal schon geteasert, dass das Rot der nächste Boss sein wird. Ah, okay. Also nichts Neues. Außer, scheiße, was ist denn mit den Leuten, die jetzt erst reinschauen? Ja, okay, let's be real. Rot wird auf dem Thumbnail sein. Also. Nee, muss er ja wirklich. Eisige Wind. Ich mag das Spiel so gerne. Ich weiß, dass es so viele Leute gibt, die sagen, das ist kein guter Ableger. Ich habe auch schon oft gehört, Spyro Hero's Tale sei langweilig, aber weiß nicht. Ich finde, es hat schon viel. Ich check schon, dass er die anderen Teile lieber mag, aber ich finde, Hero's Tale ist ein toller Ableger. Das haben wir schon letztes Mal schon. Ja. Letztes Mal habe ich schon auch schon breit getreten. Die Tentakel des Untergangs sind hier schon weg. Nice. Das heißt, wir können hier jetzt lang. Irgendwie sieht das aus, als ob man da durch können soll. Ja, ne, das sieht so aus, als ob das vielleicht das der Rückweg. Oder so. Das ist auch bei so Skyrim-Dungeons immer so geil, dass man so durch Ultra durchlatschen muss und so und dann am Ende so ein Rückweg ist. Einmal so ein Vorsprung, wo du vorher nicht hoch konntest. Wie süß er immer so kleine Tapsächens macht. Ich kann's nicht. Bist du nur so weit gekommen? Egal, jetzt kümmere ich mich um dich. Ich wollte es nicht so weit kommen lassen, aber du zwingst mich dazu. Sollte ich vielleicht Angst vor dir haben? Ich habe mit den Ältesten gesprochen. Allem Anschein nach bist du nur ein feiger Verräter. Nun gut. Junger Drache, bereite dich auf eine Lektion vor. Oh. Ja, wie lange er sein Lippen noch bewegt. Im Mund. Oh, zwei Lektionen. Gott, ich erinnere mich, dass ein. Ich glaube, das war jemand, der sich gut mit Emulatoren auskannte. Ich weiß jetzt nicht mehr, vielleicht verwechsel ich auch, wer mir das gezeigt hat, aber jemand hatte mir. Okay, ich muss das Pattern rauskriegen, wie er feuert. Okay, ein. Dann nochmal ein? Hä? Was ist denn jetzt dein Angriffspattern? Hä? Der Angriffspattern ist, ich habe einfach eine 1000er Prezi und baller dir jedes Mal den Geistding am Kopf. Ja, okay, also, Ein, dann nochmal ein. Ja nicht. Und jetzt zwei. Nee, ein. Aber vielleicht resettet das Pattern nicht. Ja. So zwei. Jetzt dreimal eins. Ja. Eins. So, und jetzt wieder zwei. Okay. Ja, okay. Es resettet einfach nicht. Wow. Rotkisten. Ja, was für eine Bosskampfsituation. Ey, die habe ich gebraucht, um dich zu töten. Was sollst du sagen? Man kennt sich mit Emulatoren aus. Ja, der hat jedenfalls diesen Bosskampf mir gezeigt in einem Let's Play von jemandem. Ja. Und derjenige hatte übelst den Ausraster. Der ist durchgehend voll geraged bei diesem Bosskampf. Ja. Aber wieso? Was hat das mit Emulation zu tun? Gar nichts. Ich weiß nur, dass das derjenige war, der mir das gezeigt hatte. Aber ich könnte es auch. Das ist ein bisschen so. Mein Onkel, der arbeitet übrigens bei, weiß ich nicht, Toyota. Und wir waren im Park. So. Ja. Gott. Aber wenn das derjenige war, dann war das derjenige, der mir auch geholfen hat. Glaube ich, der mir auch geholfen hat bei Enter the Dragonfly mit dieser Honigrutsche. Honigrutsche? Ja, da gab es so ein Minigame mit so einer Honigrutsche und
die ist halt buggy und du bekommst dann irgendwie keine Belohnung. Clown oder? Hä? Huh? Buggy der Clown? So. Ja, die ist ein bisschen kaputt. Ich hoffe nur, dass ich in deinem Alter besser kämpfe. Zeig's mir. Boah. Gib es mir. Hast du One Piece Netflix geguckt? Ja, durchgeguckt. Fand ich geil. Ich fand's auch echt gut. Also, es gibt so Szenen, wo man so mit dem Original nebeneinander stellen kann und sagen kann, das ist hier und da besser oder was auch immer und so. Aber ich finde, man guckt das in einem durch und es ist gut. Ich glaube, da kann man sich echt gut drauf einigen. Hatte viel Spaß mit der Serie. What the fuck? Ein neues Pattern? Das ist aber viel erwartet, für viel verlangt für den dritten Boss. 3? Holy moly! Also, was soll ich denn bei 3 machen? Was ich erst dachte, worauf du hinaus willst, ist, dass wenn man den Kampf ja auf emuliert spielt, dass dann irgendwas buggt oder so. Wenn du von manchen Leuten so guckst, wie die so Let's Playen Pokémon von Nintendo DS, also Pokémon Platin, Hard Rock, Soul Silver, Schwarz und Weiß und so, in richtig vielen Let's Plays und auch in so richtig vielen so Videos einfach über Sachen, wo das dann zu sehen ist, das Gameplay, so pixelt der Boden konstant und du kannst eine Einstellung ändern, dass das nicht passiert und richtig viele Leute machen das nicht. Aber die Pokémon-Spiele für Nintendo DS zu emulieren, das sieht bei voll vielen richtig scheiße aus. Aber muss es halt gar nicht, also... Okay, ich hab raus, wie es eigentlich egal ist, was für ein Pattern er hat. Wenn ich immer nur so einen leichten Step zur Seite mache. Ja. Ey, der cheatet doch! Ja. Jetzt habe ich mich gerade bei dir gehört, lol. Upsala, Entschuldigung. Ist cool. Das ist irgendwie geil, dass er einen Stab hat, der aus diesem Kristall besteht, den man schon die ganze Zeit kaputt machen muss. Ja. Das hat irgendwie was. Das stimmt. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Genau, die Honigrutsche, die hatte so einen Bug, dass du die Belohnung nicht bekommen hast, wenn du die geschafft hast. Echt? Außer du hast dann so eine komische Schrittfolge gemacht am Ende der Honigrutsche, die völlig random ist. Okay. Also ich check nicht, wieso das dann das Problem löst. Mew bekommen Glitches für die alten Pokémon-Spiele. Oh. Ich glaube, ein zweimal Treffen geht halt einfach nicht. Kann sein. Ja, krass. Ja, dann ist das ja jetzt auch der letzte Part, ne? Also Rot ist ja gleich besiegt. Ich habe auch schon erwähnt, dass es 4 Welten gibt. Also irgendwas muss hier nachher noch kommen. Ich achte jetzt auch gar nicht mehr aufs Pattern. Ich mache jetzt einfach jedes Mal grundsätzlich so einen Step zur Seite. Ja, ganz gut. Ja, eben. Ich finde das irgendwie immer geil, wie wenn man so in so moderneren Spielen, oder? Fein. Es brennt viel Feuer in dir. Aber meiner unbeschränkten Macht bist du nicht. Unbegrenzte Macht. War das eine Star Wars Referenz? Ja, dann würde er ja jetzt Elektroangriff machen. So diese klassischen Bosskämpfe, wenn die in moderneren Spielen vorkommen, dann hat man immer so das Gefühl, das ist schlecht, aber ich liebe das irgendwie in älteren Games und diese Art von Bosskämpfe. Dieses so richtig offensichtlich, wie das gemacht ist, einfach so 3 Phasen und sowas. Ja. Hast du Gameplay gesehen zu dem neuen Avatar-Spiel, was jetzt frisch raus ist? Nee, ich wusste nicht mal. Oh, ich glaube, das war die Rage-Passage. Es ist ein neues Avatar-Spiel raus und es sieht wirklich, also wirklich unironisch aus dem PlayStation 2-Spiel. Mhm. Also nicht einfach nur auf Disc-Basis, natürlich höhere Auflösung, aber von allem her. Also von den Rätseln her und von den Kämpfen her. Und es gibt da Zuko als Boss und der spielt sich auch super wie so ein normaler Boss-Fight. Und Zuko kommt ja in der ersten Staffel, in jeder zweiten Folge ist er ja der Gegner. Es ist immer der gleiche Bosskampf. Oha! Es sieht auch super langweilig und schlecht aus, das Spiel. Also es sieht wirklich aus. Okay, ich kann immer nur einmal hüppeln, weil ich auf Eis bin. Ja, sehr schön, Schmetterling. Wusstest du, dass die Bären wirklich Schmetterlinge fressen? Ja, es ist so ein bisschen ersichtlich, dass sie auf jeden Fall Insekten essen. Aber, Junge, das war jetzt wieder diese dumme Drehung, die er immer macht. Aber das kommt wohl vom Spiel, weil
Zuschauerin meinte, die hat das auf der Originalkonsole gespielt, da ist das auch so, dass der sich super schnell dreht. Ja. Ey, ich finde es so frustrierend, dass es diese Phase gibt. Weil das zieht sich ja wirklich einfach nur unnötig. Ja, finde ich auch. Also auch gerade mit diesen Patterns und so, irgendwann hat man das ja auch. Also ich finde, der Teil könnte auch weg sein. Aber bei der Phase ist es eigentlich ganz klug, so sich links von ihm zu halten. Ja, bist gar nicht links von ihm, aber ja. Oder, also, wenn ich erst nach links gehe, so. Ja. Weil er dann ja in die andere Richtung rotiert und dann bin ich eigentlich schon so sehr gut positioniert. Aber ich glaube, das wird nichts in diesem Versuch. Du machst das. Du bist ein mächtiger Typ. Allein wegen... Der feuert manchmal so, wenn du gerade eigentlich dabei bist, dich auf was anderes zu konzentrieren. Plötzlich diese Dinger los. So, jetzt mach mal die Kisten langsam wieder her. Dankeschön. Hast du die Ahsoka-Serie geguckt? Nee, habe ich nicht geguckt. Ich habe super viel von Star Wars noch nicht geguckt. Aber ich habe auch relativ wenig Bedarf, muss ich sagen. Okay. So, weiß ich nicht. What the fuck? Geben? Was war das? Also ich hab ein bisschen was gesehen von... Es ist scheiße. Von, also, dass hier Hayden wieder dabei war. Und das war wo, da sind wohl einige Fans richtig ausgeflippt, weil die das so geil fanden. Ja. Aber eigentlich ist das nicht so geil. Nee. Eigentlich ist das mehr so, hier erinnerst du dich daran, dass es diese Serie gab, die du mal mochtest? Ja, es ist ein bisschen verschwendetes Potenzial. Du hast so diesen Schauspieler, der super legendary für viele von uns ist, also... Ja. Ich dachte da kurz... Da hat er so eine total sinnlose Szene irgendwie. Ich dachte kurz, ich hätte Invincibility Frame, aber hatte ich dann gar nicht. Findest du das Design von Rot? Ja, das funktioniert schon ganz gut. Du hast ja in den ersten drei Spyro Games ja quasi immer so Magier als Gegner gehabt. Also Nasty Nork hatte einen Zauberstab, Ripto hatte sein Zepter, die Zauberin. So, weiß nicht. Wahrscheinlich ist es so eine Gegenüberstellung, so, also so im Sinne von, du hast ja, wenn du jetzt so Leute hast, die halt so kräftemäßig stark sind, dann ist das ja eine gute Gegenüberstellung, wenn du dann so, weiß ich nicht, halt trickreiche Leute oder Magier hast. Und bei Drachen, Drachen sind ja quasi das, also Peak-Kreaturen so. Also es gibt ja eigentlich nichts Heftigeres, man muss ja irgendwie gegenhalten mit irgendwas. Und jetzt hat man einfach einen Drachen, der halt auch ein Magier ist, so, ne? Ja, das ist irgendwie cool, ja. Ja, ich finde Rot schon ganz cool. Ich habe das, glaube ich, in dem Part, wo ich bei war, wo ich gerade sehe, dass er so blaue Dinger an den Armen hat. Das ist nicht so cool aussieht, aber da hast du jetzt nicht drauf achten. Ah, fuck. Also Sachen, die so aussehen wie Flossen. Nee, ja, ich habe in dem Part, wo ich bei war, schon gesagt, ich finde das auch cool, dass über das Spiel hinweg diese Ältesten halt alle darüber reden, was die für eine Beziehung zu Rot hatten und wie Rot früher war und so. Dass man jetzt halt so diesen, also die Story ist jetzt nicht deep oder krass oder so, aber dass man dann so diesen Point hat, einfach so einen korrumpierten Drachen quasi. Das ist schon ganz cool irgendwie. Ich hab's jetzt auch schon oft genug gesagt, aber vielleicht habe ich es nicht gesagt, während du dabei warst. Es ist ein bisschen absurd, dass es heißt, die Ältesten. Warum? Ja, kann es denn die Stärksten geben oder kann es nur den Stärksten geben oder die Stärksten? Also es kann doch nur einen geben, das ist doch so ein Superlativ. Ja, stimmt. Die Alten müsste es einfach sein, so. Ja, die Älteren oder die Alten einfach. Ja, die Ältesten. Ja, geht schon. Na gut, du kannst, wenn du jetzt sagst, die Ältesten so und so viel Prozent oder so, oder die Ältesten so und so viel der Gruppe, das kannst du ja schon sagen. Du kannst ja sagen, die 10 schnellsten Läufer zum Beispiel, die geht ja auch. Man kann ja auch sagen, das die geht, schnellsten Läufer. Das stimmt dann wohl. Dann habe ich mich umsonst die ganze Zeit beklagt. Nein, wir tun einfach so, als wäre das total dumm. Die Ältesten wirklich. Also, warum setzen die nicht Leute daran, die auch schreiben können? Warum haben die nicht die Writer von der Ahsoka-Serie herangesetzt, um die Story für Spyro Heroes zu schreiben? Nee, ich glaube, ist das nicht irgendwie so ein... Dieser Filoni, der da irgendwie bei Clone Wars auch super involviert war?
Weshalb da auch Leute voll das Vertrauen drauf haben? Da hatte ich letztens mit einem Bekannten drüber geredet, dass die, also Filoni wird immer so hochgehypt, aber er ist halt auch einer der Writer der Show und auch nicht alles, was der geschrieben hat, ist gut. Und auch nicht jede Clone Wars Folge ist gut und jeder Clone Wars Plot. Ja, definitiv nicht. Ich habe da einiges geskippt. Ja. Ich erinnere mich noch an so einen Mon Calamari Mini-Arc. Der war so langweilig. Ich habe nach der ersten Folge gesagt, nope, das reicht mir. Da brauche ich keine 5 Folgen von. Ja, ich weiß nicht, also der macht halt auch guten Kram und so. Der hat auch ein gutes Star Wars Gefühl, würde ich sagen, aber weiß nicht, manchmal auch nicht einfach. War das denn der, der so ein bisschen von George Lucas so, weiß ich nicht, wie dass der für ihn so ein bisschen Mentor gespielt hat? Ich weiß, ich meine, bei irgendwem wäre das gewesen. Ich weiß nicht. So genau habe ich den jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Ich weiß, dass er einen Hut trägt. Ja. Oh! Wie geil das aussah. Stärker als ich dachte. Kaum zu glauben, dass ich dich unterschätzt habe. Deine Macht war offenbar doch nicht so unbeschränkt. Wie die sind. Danke, dass du mich befreit hast, ist schon wieder da. Mit Eisatem kannst du Feinde einfrieren. Warum friert die Eisfee? Ist schlecht. Du kannst damit auch Wasserstrahlen einfrieren. Oder heiße Geysire abfrieren. Und die muss ja 24/7 frieren, ne? Ja. Voll die schlimme Existenz. Das ist so, als ob die Feuerfee immer schwitzt, so. Ja. Stimmt, es gab gar keine Feuerfee. Ja gut, ja, Feuer brauchen die halt. Ja, warum die nice. Nicht lernen? Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Das Let's Play ist jetzt vorbei. Nächste Woche geht's weiter mit dem neuen Avatar-Spiel. Ja. Den geilen Superboss-Fight. Oh Gott. Ja, es ist wirklich, ich muss dir mal Gameplay zu angucken. Ich habe letztens eine Szene gesehen in Episode 1 von Star Wars, die mir vorher noch nie so aufgefallen ist, dass sie so ist, wie die ist, obwohl ich Episode 1 so oft gesehen habe. Und das ist ganz am Anfang, wo diese erste Meister Druidikas Szene, ne? Ja. Da sind die so, die wehren das erste ab und dann checken die, das wird nichts und dann schuben die sich so weg einfach. Also ja. Das ist ihr nie aufgefallen, dass die so einfach sich so Sonic-mäßig einfach so aus dem Stand so wegschießen. Da müsst ihr mal, kann man ja auf YouTube einfach eingeben. Ja. Weiß ich nicht, irgendwas, auf Englisch heißen die Destroyers, irgendeine Druidikas-Szene, die erste aus Episode 1 mit Qui-Gon Jinn. Und da flitzen die einfach so von links nach rechts aus dem Bild. Also das ist ihr nie aufgefallen. Ja, das ist, die wollten da, glaube ich, so ein bisschen mal zeigen, hier, das sind so die Jedi während ihrer Prime gewesen und so. Ja, das glaube ich auch. Und es gibt ja in richtig vielen Spielen diesen Move, so diesen Macht nach vorne, so. Mhm. Und daher kommt er, glaube ich, dann wahrscheinlich auch. Und das ist ja auch, was viele sagen, so würde man gar nicht kämpfen mit Lichtschwertern oder mit Schwertern allgemein. Und dann, ja gut, du musst halt bedenken, das sind halt Machtnutzer, deren Reflexe und so und Geschwindigkeit und überhaupt. Das kannst du ja mit normalen Menschen so gar nicht vergleichen. So, ne? Ja, ich finde, Star Wars hat auch mit manchen Sachen so ein bisschen Narrenfreiheit, wie das sein darf. Mhm. Weil manche Sachen so dürfen einfach ein bisschen fantastischer sein, als sie sind. So Liebesfilme dürfen ein bisschen romantischer sein als die Realität und so, weißt du, ich meine. Mhm. Also Star Wars finde ich auch. Okay, Leute, was passiert jetzt? Jetzt dürfen wir einfach hier auf die Vulkaninsel. Es wird irgendwie gar nichts dazu gesagt. Ja. Also hier fehlt uns ja sowieso noch was, aber wir brauchen noch Lichtedelsteine, glaube ich. Wie viele haben wir? 74. Ich glaube, wir brauchen irgendwas mit 90 oder 74, so. 74, richtig. Nee, 90 brauchen wir nicht zum Durchkommen. Oder 80, ich weiß nicht. Hier war auf jeden Fall irgendein Tor da oben, wo noch. Aber lass mal gucken, ob es da weitergeht, weil vielleicht ist ja ein bisschen so gedacht, so. Also entweder ist einfach schlecht gab's gemacht ja, oder so gab's gedacht. Das gab es ja so bei Spyro 1 bis 3 ja auch. Ist der Ton nur links? Weiß ich nicht. War der Ton gerade nur links? Ich glaube, bei mir nicht. Muss man schnell drauf achten. Bei Spyro 1 bis 3 gab es ja, nachdem man den Bosskampf besiegt hat, ja auch immer noch so ein Bonus-Level. Vielleicht kommt ja sowas noch. Na. Ich habe eine Idee, wo Root sein könnte. Ich glaube, er hat irgendwo in diesem Reich einen unterirdischen Hort. Mit meinem neuen Dingens komme ich dort bald hin.
als Maulwurf werde mich zu Mutshorte durchgraben. Beziehungsweise seinen Enkel alles machen lassen. Ja, ich glaube auch. Ja, geil. Ich finde das geil, in anderen Szenen, wenn er so diese Dinge in Sachen vorstellt, dann sagt er so: Oh, Spyro, schön, dass du da bist. Ja, ich habe etwas entwickelt. Du brauchst 86 Edelsteine, um dieses Ding zu verwenden. Mhm. Richtig so botmäßig dann. Ey, ich finde das. Junge, das ist ja noch nerviger. Was denn? Als vorher. Vorher war so, du machst diese Dinger kaputt. So wie hier landen die dann jetzt auf dem Boden einfach, mhm, die Edelsteine. Aber du musst dann halt, wenn du da durchgeschwommen bist und dich zerstört hast, nochmal zurückschwimmen. Mhm. Anstatt, dass er das automatisch so mit sich zieht, wie er es sonst tut. Ja? Das nervt ja einfach nur. Und jetzt war es ja auch noch zusätzlich so, dass ich auch noch nicht an den Boden schwimmen musste, sondern ich musste dann an die Oberfläche, weil das so hoch gegangen ist. Das hätte man einfach anders machen sollen. Alter, diese. Ich finde Blitzatmen früher immer am coolsten, aber Blitzatmen ist eigentlich relativ mittelgut nur, oder? Ein Feind. Ich finde ihn, also es kommt drauf an. Er hat halt eine hohe Distanz. Du kannst halt Gegner auch teilweise stunnen, die du mit anderen Atemfähigkeiten nicht stunnen könntest. Also, ne, ja. Die du erst so rammen müsstest, theoretisch. Und sonst. Ja. Das ist eigentlich was den Atem so im Combat jetzt am ehesten besonders macht. Aber stimmt, wir haben ja jetzt Eisatem, ne? Ja. Der wäre jetzt eigentlich viel effizienter gewesen. Aber so weit habe ich ja nicht gedacht. Sagt einem ja keiner. Nee. Okay, da frieren wir die halt mit ein. Wer hätte das gedacht, dass wir Gegner mit Eisatem einfrieren? Vor allem, weil dann müssen wir die nicht ewig anspucken, sondern, ne? Schnell diese Dinger kaputt gehen. Ja, das hat mit dem Elektroatem so lange gedauert. Ja. Das möchte ich jetzt aber auch mal ausprobieren. Kann ich theoretisch auch. Power Creep. Nee, so kann ich die nicht kaputt machen. Naja. Ich habe ja irgendwann diese Verbesserung für den Kopfsprung bekommen. Mhm. Ich hab jetzt gedacht, vielleicht geht das damit. Tja, scheinbar nicht. Für Speedruns und so vielleicht ganz wichtig. Mhm. Aber Eisatem gab es ja vorher auch schon zwischendurch mal so. Ne? Also jetzt nicht nur in Enter the Dragonfly, sondern in Sagst du einfach so ein ganz anderes Spiel, irgend so ein Spyro 2. Echt? Ja. I can't remember. Und in Spyro 3. Also, in Spyro 3 gibt es so eine Welt, wo du einmal für die Welt so einen Eisatem bekommst. In Spyro 2 gab es den so als Power-Up da bei den Zaubertürmen oder so. Ja. Kein Plan mehr, zu lange her. Aber es waren dann immer nur so kurze Sachen und nicht so, du hast jetzt diesen Atem und das Spiel hat jetzt so Mechaniken so für wirklich. Ich habe vor einer Weile wieder Crash 1 gespielt. Ich habe lange schon nicht mehr Crash 1 gespielt. Ich habe Crash 1 bei jemandem gespielt, der schon halt Hälfte durch hatte. Und dann haben wir den Anfang von der dritten Insel gespielt. Ich war überrascht, wie viel Bock Crash 1 doch macht. Also ich bin nur an diesem Denken, so Crash 2 und 3 sind halt einfach war schon ein bisschen. War das die PS1-Version oder war das die? Wir haben die, wie heißt die? Insane Trilogy. Insane Trilogy. Okay. Aber auch das Original ist noch echt. Solide. Worauf habt ihr das gespielt? Xbox One. Okay. Ich habe nämlich letztens Crash 2 gespielt. Auf Mimas Geburtstag. Da waren wir nämlich, weil sie war ein bisschen krank und so und wir hatten jetzt nicht so eine große Runde. Ja. Und das war alles sehr spontan geplant. Und dann waren wir halt bei ihr und haben halt auf der Switch gezockt. So. Ah, und? Läuft das Spiel dann gut oder hat das Probleme? Ich glaube das erste Mal so richtig mit einfach nur, also so ein Spiel, sonst hatte ich nur so Mario Kart mal damit gespielt, aber so mit den Joy-Cons so, ne, und dann halt so dieses Verbindungsding dafür, ne, und ich hasse diesen Controller.
Es ist, also ich würde sagen, von den letzten, also von den Controllern, die letzten 20 Jahre für vernünftige Konsolen rausgekommen sind, sind die Joy-Cons die schlechtesten wirklich. Was schade ist, weil diese Idee, dass du die auch einzeln benutzen kannst und dann so dieses so Wii-mäßige, dass du so eine Hand so hinterm Kopf haben kannst und die andere so neben dem Sack oder so, ist ja irgendwie schon nice. So, dass du die Hände halt so separat haben kannst, ultra gemütlich sitzen kannst, auch so unter der Decke irgendwie oder so. Aber ja, das ist ein bisschen schade. Und auch mit diesem Verbindungsstück ist das kein guter Controller, wirklich nicht. Also die Joy-Cons. Ja. Aber der Switch Pro Controller ist ganz gut. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob ich einen Switch Pro Controller mal in der Hand hatte, aber ich glaube schon. Und da hatte ich den Eindruck, ey, das wäre ein solider Controller so, ne? Ja, ist auch. Also der hat aber komischerweise keinen Trigger. Also das checke ich auch nicht, weil es gibt ja auch so Sachen wie Mario Kart und so, wo du ja mit A dann einfach Gas gibst. Es gibt auch so Sachen wie Rocket League oder so. Also Trigger sind ja einfach so, was halt komisch ist, weil es gab ja sogar für den GameCube gab es ja auch schon Trigger. Also der hat ja auch Trigger so. Dann haben sich irgendwann gedacht, ja, Trigger sind doch blöd. Und derzeit haben sich Trigger etabliert mit PS3 und Xbox 360 so. Oder Original Xbox. Ja. Komisch. Du hast doch voll viele Spiele, Trigger, die sowas brauchen. Wusstest du, dass die von der PlayStation 2 die Face-Buttons, also X, Kreis und so, dass die zwei Druckstufen haben? Zwei Druckstufen? Ja, du kannst drücken und doll drücken und der erkennt den Unterschied. Aber kein Spiel nutzt das. Lol, okay. Ich kann mal gucken, welche Spiele das benutzen. PS2, Sense. Also, ich fand auch schon die Buttons bei dem normalen Switch, bei den Joy-Cons, finde ich auch richtig furchtbar. Haben wir hier eigentlich irgendwo Geldsack? Ich bräuchte Dietriche. Aber wir haben noch keinen Geldsack gehabt. Komm mal rüber. Haben wir einfach noch nicht gehabt bisher. Oh, der PS3-Controller hat das auch. Sehe ich gerade. Krass. Ja, wieder was gelernt, ne? Jetzt kommt was richtig schwierig ist. Oh nein, Gnorks stürmen den Strand. Du musst sie aufhalten. Es ist eine Belohnung für dich drin. Aber wir sind jetzt das Reich zu verteidigen. Toll. Aber wir sind jetzt bei 27 Minuten und ich glaube, dass das ein bisschen länger dauern wird. Ja, willst du den Part cutten oder? Ja, ausnahmsweise mal ein paar Minütchen kürzer, aber ist ja nicht schlimm. Dann machen wir hier einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Zurück. Auf rein, Leute. Danke fürs Zusehen. So, der übliche Scheiß. Ja, ciao.